Ja, herzlich willkommen beim Klo-Simulator 2014. Also, jetzt nicht wirklich. Aber das muss ich jetzt einfach zeigen, weil ich habe hier, wir sind hier in Star Citizen. Ich habe hier ein schönes Schiff, das ein Klo hat. Das ist die Constellation. Ein Schiff für 3 Mann Besatzung. Ja, und wie ihr schon vermutet, ich habe viel zu viel Geld für dieses Spiel ausgegeben. Okay, jetzt warte mir loslege. Da spielen wir doch gleich mal Arena Commander. Ich nehme hier die 300i, das ist mein Lieblingsschiff. Das ist sehr wendig, gut bewaffnet. Ich habe die Bewaffnung ein bisschen modifiziert. Habe von einem anderen Schiff noch eine Waffe hingehängt. Ja, dann gehen wir gleich mal in den Wandul Swarm. Den Kampf. Ja, und sobald das Gelade hat, dann geht es auch schon los. Wir haben 3 sehr schöne Laser und 4 Raketen an Bord. So. Fangen wir gleich mal an. Ich schalte hier dieses Comms-Tab aus, sieht man rechts im Radar, so bin ich wendiger. So, und die ersten Gegner sind schon eintroffen. Dann fliegen wir mal los. Jetzt sind wir auch in guter Feuerreichweite. So 500 Meter ist da eigentlich optimal. Ich fliege hier mit Joystick. Viele fliegen ja mit Maus, weil das Aiming ein bisschen einfacher ist anscheinend. Aber ich finde, ein Flugsimulator mit Maus, das geht gar nicht. Ja, ich merke schon, weil ich jetzt hier laber, ist meine Konzentration nicht ganz so gut. Ich hoffe, das gibt sich noch. Muss mich mal ein bisschen aufs Fliegen konzentrieren. Warum könnte es jetzt gerade ruhiger worden mal? Da sollte man nicht reinfliegen in diesen Laserstrahl, was auch immer. Sag mal, treffe ich ihn jetzt nicht. Ha, und das war unser erster Abschuss. Ah, der ist jetzt in über 3 Kilometer Entfernung, da müssen wir jetzt ein bisschen hin. Da aktiviere ich jetzt auch voll meinen Nachbrenner. Mir heizt hier jetzt mit 220 Sachen durch das Universum. So, und jetzt mache ich mal eine Bremsung. Hier in dem Asteroidefeld wäre das nicht so gut. Durch die gut simulierte Physik dreht sich das Raumschiff auch nicht so, wie man es aus Wing Commander oder so kennt. Sondern man hat es mit Masseträgheit zu tun. So, und jetzt ist der dran. Und somit haben wir auch schon die erste Welle besiegt. Hier, das ist Weixen, unser Flügelmann, der fliegt eine Hornet. Das ist ein stärker gepanzertes, besser bewaffnetes Raumschiff, allerdings ist es langsamer und nicht so wendig wie meine 300i. Deshalb mag ich sie lieber. Initiated.
den müssen wir auch gleich kriegen. Das war so ein Fehler. Ihr sagt jetzt sicher, der hat doch gerade vorher gesagt, mit nasser Trägheit hat man hier zum Kämpfen, man kann nicht so schnell wenden. Was erzählt denn der? Der dreht das Raumschiff genauso, wie man es aus Wing Commander kennt. Ja, das ist nicht ganz richtig. Ich drehe mein Raumschiff schneller, wie es eigentlich wendet. Ich fliege also tatsächlich woanders hin, wie ich hinschaue. Wenn man auf mein Fadenkreuz guckt, da ist so ein kleiner Kreis hinterher. Das ist die tatsächliche Flugrichtung meines Raumschiffs. Und wenn man hier sieht, wenn ich schneller drehe, drehe ich meine Nase viel weiter. Mein tatsächlicher Bewegungsvektor hängt also meiner Bewegung hinterher. So, jetzt müssen wir uns aber um diesen Elite kümmern, den Little King. Der will uns auch schon mit einer Rakete auffassen, das vereiteln wir den aber. Das geht ganz einfach, indem wir ihn vorher tötet, bevor er die Rakete abfeuern kann. Oder mir schießt auch mal eine Rakete. Sehr schön, wenn ihr jetzt den Raketefeuerknopf gedrückt habt, dann haben wir hier diese Raketenkamera. Die können wir schön aus Perspektive von der Rakete verfolgen, die er einschlägt und den für uns erledigt. Wenn man hier ab und zu komische Geräusche hört, das ist mein Joystick, der hier auf dem Tisch rumrutscht. Muss ich nur irgendwie gucken, wie ich den befestige. Der hat zwar Saugnäpfe, der hält gut auf dem Tisch. Ich kann ihn also nicht nach oben ziehen, aber seitlich gleitet er doch weg. Das ist noch nicht optimal. Flügelmann hat einen erledigt. So, das ist unser nächster Kill. Jetzt müssen wir nur gucken, dass man nicht gegen die Station rauscht, also immer unser Bewegungsvektor im Auge behalten. Jetzt gibt es hier noch einen ganz schönen Flugmodus, der nennt sich Decoupled. Da kann ich meine Triebwerke abschalten. Ich gleite weiter in meiner Bewegungsrichtung, aber ich kann mein Schiff frei drehen. Da schalte ich jetzt mal drauf, jetzt sieht man, dieser Bewegungsvektor, der bleibt, auch wenn ich mich drehe. Jetzt sieht man schon, ich rausch rückwärts, die Station ist, geht rückwärts an mir vorbei. Ups, jetzt sollte ich mich aber wieder im Kampf finden, sonst würde mir noch hier getötet. Ja, das war jetzt natürlich schlecht, das zum Zeigewerk im Kampf. Wir haben uns anscheinend gerade ein bisschen fertig. Ja, wir sind beschädigt, aber es geht noch. Links oben sieht man unser Raumschiff. Es gibt da schon gelbe Sektionen, die sind beschädigt, aber nur leicht. Also, wir halten das nicht durch. Den ersten haben wir auch schon ausgeschaltet und jetzt gleich den zweiten. Gut, der lebt jetzt noch, aber auch nicht mehr lang. Wenn ich ihn treffe, natürlich nur. Rechts oben sieht man die Beschädigung vom gegnerischen Raumschiff. Er hat auch schon rote Sektionen, die sind schon schwer beschädigt.
Kammerling. Jetzt können wir auch mal unser Raumschiff von außen anschauen. Ja, da sieht man ein paar Drähte raushängen schon. Aber es ist noch voll einsetzbar. Ja, man kann die Systeme eingebüßt. Im Gegensatz zu dem. Und das dürfte auch schon der letzte gegen der Welle 4 sein. Ja. Da wollen wir gleich mal einen rausnehmen aus dem Spiel. Das ist da immer sehr gut, wenn die so direkt. Oh, jetzt beschießt sie uns. Oder ist es Friendly Fire? Glaub an dieser KI muss noch ein bisschen gearbeitet worden. Die eigene kollidiert auch ab und zu mal gern mit mir. Jede dritte Welle ist eine Elite-Welle, das hier ist jetzt Welle 5, das heißt die nächste ist wieder Elite, da müsste Priest kommen. Gut, das war's. Contact. Dann nehmen wir natürlich gleich mal The Priest. Wandel Prime, der Elite ins Visier. Wenn man die größte Gefahr möglichst früh ausschaltet, macht das nur Sinn, weil der Elite schießt auch mit Rakete. Und Rakete sind richtig gefährlich. Gerade da wir nur schwach gepanzert sind und nur zwei Schilde haben. Eine Hornet hat zum Beispiel 4. Ja, dann tanzt er da rum. Ja. Jetzt haben wir einen am Hals. Okay, nächste. Das ist ein Hunter, das ist kein Scavenger. Der ist ein bisschen schwieriger zum Töten wie die normale Gegner. Fliegt besser. Und ich finde, hält auch mehr aus. Versuchen wir es mal mit einer Rakete auffassen und Feuer. Da fliegt sie. Und boom! Sehr schön. Hier wieder ein Scavenger. Das sind diese normale, ganz einfache. Oh, da ist einer hinter uns. Da wollen wir mal umdrehen. Und One-Shot. Sehr schön. Wir haben hier jetzt einige Entfernung, fast zu viel für einen sauberen Schuss. Ja. Die Bewaffnung von diesem Raumschiff gefällt mir jetzt super. Drei Medium Laser, die reißen was. Ja, gleich zwei Hunter, drei Scavenger.
nehmen wir gleich mal einen Hunter aus dem Spiel, würde ich sagen. Nur nicht in diesen Strahl fliegen, der ist böse, jetzt schießt er auf uns. Und der erste Hunter ist down. Und toll. Komm, du bist ein leichtes Opfer, sonst Scavenger. Oh, oh, oh. Das Triebwerk ist rot. Das ist nichts. Müssen wir mal gucken, dass man Land gewinnt. Aber noch funktioniert unser Triebwerk. Solange sind wir eine Gefahr für sie. Rakete kann jetzt noch nicht abfeuern, wir sind noch auf 1800 Kilometer. Nein, 1600. Jetzt ging's. Die minimale Entfernung für Raketeerfassung ist 1500 Meter. Warum auch immer. Rakete in der Realität haben weit höhere Erfassungsdistanz. Und wir befinden uns hier im Jahr 2944. Das sollten doch auch meinen, dass die Rakete auf höhere Distanz ihr Ziel erfassen können. Nicht in den Trümmer fliege, da kriegen wir Schaden davon. So, die Welle wäre jetzt auch platt. Welle 8. 3 Hunter, 2 Scavenger. Wie ihr schon seht, das Ganze wird von Welle zu Welle schwieriger. Ja, die nehmen uns schon unter Feuer. Das gefällt mir nicht. Aber wir können mal diesem Hunter hinterher jagen. Jäger zum Jagen machen. Und. Irgendwas schlägt hier ein. Oh! Jetzt haben wir gerade unser Triebwerk verloren. Dann wollen wir jetzt den Schleudersitz aktivieren. Zu spät. Aber wir können die ja zum Glück respawnen. Origin Jumpworks at your service. Core system operational. Contact. Was ist jetzt los? Irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist mein Radar? Scan initiated. Irgendwie sind mir hier gerade einen Bug zum Opfer gefallen, glaube ich. Irgendwie schaut das Cockpit jetzt falsch aus. Ich sehe kein Radar. Ich sehe nicht, auf was im Flugmodus ich bin. Das ist mir jetzt neu, diese Ansicht. Initiated.
Dann haben wir so einen komischen Strich. So ein blauer, wie auch immer. Ist auch nicht ganz echt. Vielleicht sollte ich mich einfach töten lassen und ein neues Schiff kriegen. Wollen wir noch ein paar Raketen verschießen? Was? Unsere beiden Kollegen haben gerade sich gegenseitig getötet. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Bloodhound. Das ist der nächste Elite. Irgendjemand will Rakete auf uns schießen. Das hört man an diesem kleinen Alarm. Das heißt, irgendjemand will uns erfassen. Jetzt haben wir gerade unser Triebwerk verloren. Jetzt weiß ich nur nicht, hat jemand wirklich eine Rakete abgeschossen? Ich habe nichts gesehen. Normal wird es angezeigt, aber mir hat das eh gerade einen Bug. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Natürlich nicht. Origin Jumpworks at your service. Core system operational. Contact. Scan initiated. Natürlich ganz schlecht. Ich habe kein Radar mehr, sehe nicht, wo die Gegner sind. Irgendwas ist kaputt. Ich habe gerade einen Raketenwerfer verloren. Ein kompletter Flügel. Aber wir sind trotz unserer kleinen Behinderung hier immer noch eine Gefahr für sie. Ach, der hat selbst schon mal gegangen. Der hatte keinen Bock mehr. Scan initiated.
Es würde mich nur interessieren, wie ich dieses User-Interface wiederherstellen kann. Alpha, die sind auch nicht einfach. Die gibt es ab Welle 10, glaube ich. Rakete. Konnte mir jetzt leider nicht ausweichen, aber sie hat nicht allzu viel Schaden angerichtet. Okay. Sind wir hier jetzt zerstört worden? Wir haben gerade unsere Leber aufgebraucht und somit war's das. Dann verabschiede ich mich mal fürs Erste. Ciao!